Mann, die Fliegen fressen mich noch auf. Er hat nicht gedacht, dass ich dich gesehen habe, ne? Sein Cousin. Hey, was läuft? Was läuft, Junge? Die Fliegen fressen mich hier noch auf. Ja, das kannst du laut sagen, Alter. Hä? Arbeitest du bei der Deutschen Bahn? Nein, nur weil hier Deutsche Bahn draufsteht, das ist der neue Sponsor von Hertha BSC Berlin. Ach so. Oder arbeitest du jetzt auch bei Levis? Ja. Ich arbeite bei Levis. Wie, du arbeitest bei Levis? Ich arbeite bei Levis. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ja, egal. Ich hol dir was zu trinken. Kannst du so lange die Fliegen hier töten? Mach ich. Hier sind nicht nur Fliegen, hier sind sogar Spinnen. Was ist das denn hier? So, hier hast du trinken. Danke dir. Hast du keine Cola hier? Nein, dann trinke ich das eben. Wasser wäre auch okay. Übrigens, ich habe hier Hausspinnen. Also, falls du irgendwelche Spinnen siehst, dann erschreck dich nicht, weil die meisten erschrecken sich immer und haben Angst vor Spinnen. Das kann ich nicht verstehen. Weil Spinnen sind so liebe Tiere. Ich doch nicht. Spinnen sind wirklich so liebe Tiere. Ich weiß doch. Ich gucke mal Dokus an. Ja, ich hab Spinnen, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Ach, kann ich verstehen. Also bitte, falls du die siehst, sofort Bescheid sagen. Ach, Quatsch, mach ich. Ich weiß doch, du bist der Beste. Boah, ich spüre, dass dein Mund trocken ist. Ich hol dir noch ein Glas Wasser, ne? Bitte. Mist. Ich habe seine Spinnen getötet. Wenn er das herauskriegt, dann bin ich tot. Hier sind nicht nur Spinnen und Fliegen, sondern auch Käfer. Was ist das denn für eine Wohnung? Käfer, Spinnen und Fliegen. Hier hast du dein Wasser. Eine schöne Abkühlung für dich. Ach ja, übrigens. Ich habe nicht nur Hausspinnen, sondern ich habe auch Käfer. Also falls du hier irgendwelche Käfer siehst, dann sag mir sofort Bescheid, weil die kleinen süßen Dinger sind so klein und ich muss die irgendwie wieder einsammeln und ich finde die jetzt nicht. Sagst du mir dann einfach Bescheid. Sag ich. Ich gehe jetzt Fußball spielen. Mist, ich habe seine ganzen Haustiere getötet. So, was kann ich für dich tun? Also, ich hätte gerne, mein Bad gefällt mir so wie es ist, aber ich möchte, dass du das nur sauber machst. Sauber machen? Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Nur Bad sauber machen. Mehr nicht, weil es mir genau so gefällt. Kriegen wir ihn? Okay, gut. Mal schauen, das sagt jeder. Boah, Junge, wie lange braucht der? Er soll doch nur mein Bad machen. Kann er das nicht verstehen, oder was? Was ist das hier für ein Friseurladen? Boah, endlich bist du da. Wann fängt es denn endlich an? Dein Bad ist fertig. Wie, mein Bad ist fertig? Alles sauber. Du hast noch nicht mal angefangen. Was glaubst du, warum ich so lange weg war? Ich war bei dir zu Hause, hab dein Bad sauber gemacht. Wie, mein Bad? Dein Badezimmer. Du sollst nicht mein Badezimmer machen, du sollst mein Bad machen. Mann, mit wem habe ich es hier zu tun? Oh. Egal, lass den Bart mal. Kannst du jetzt meine Seiten machen? Die sind ehrlich alles kaputt und du sollst sie einfach nur noch heile machen, bitte. Deine Seiten mach ich dir jetzt fertig. Boah, wie lange braucht der? Das kann doch nicht wahr sein. Einmal hole ich so einen Typ mehr, der meine Haare schneiden soll. Und was passiert? Der braucht jahrelang. So. Junge, wie lange brauchst du? Was soll deine ich? Deine Seiten sind fertig. Du hast nicht mal angefangen, Junge. Guck mal. Meine Gitarre? Was machst du mit meiner Gitarre? Du sollst doch mal meine Saiten, die waren kaputt. Du sollst diese Saiten fertig machen und nicht diese Saiten. Mann, was bist du überhaupt? Bist du überhaupt Friseur oder? Ich bin kein Friseur. Was bist du denn? Putzkraft? Eigentlich bin ich ein Clown. Wie, du bist ein Clown? Was soll der Scheiß? Ich hau hier ab. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich komm auf den Platz. Es ist so heiß, Alter. Oh ja. Sag mal, wie geht's deinen Kindern eigentlich? Meinen Kindern geht's gut, dankeschön. Ah, meine Kinder, stimmt. Die sind drüben. Kannst du mal nach den Rechten schauen? Ja klar, das mache ich. Dio, alles okay? Ja. Okay, gut. Es ist alles im grünen Bereich. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Was soll der Scheiß? Er sagte zu mir, es ist alles in Ordnung, alles Milch und es riecht nach Kacke. Was soll der Scheiß? Junge, will er mich verarschen oder was? Ich muss da sofort hin. Der will mich gerade auseinandernehmen. Dino, komm sofort rüber. Willst du mich verarschen oder was? Was ist denn los? Junge, willst du mich verarschen oder was? Was denn? Ich hab doch gesagt, du sollst nach dem Rechten schauen. Hab ich doch. Ich hab nach dem Rechten geschaut. War alles okay?
Junge, der ist alles voller Kotze, voller Milch. Ja, du hast gesagt nach dem Rechten. Ich habe nur nach dem Rechten geschaut. Nach dem Linken. Ah, Junge, du bist doch so bescheuert. Nach dem Rechten schauen heißt, du sollst sie anschauen. Beide und nicht nur nach dem Rechten. Junge, bist du so ein Idiot? Woher soll ich das denn wissen? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Hey. Bitteschön, was willst du? Ein Döner ohne Zwiebeln? Warum ist es ja bitteschön nur automatisch aber ein Döner ohne Zwiebeln? Was soll der Scheiß? Er hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Milch! Alles riecht nach Kacke! Es riecht alles nach Kacke! Was soll das, Junge?